Guten Tag, mein Lieben. So, ich werde jetzt ein Video machen über dieses Einspielen der Frequenzdaten. Ich habe dazu so ein Baofeng-Kabel. Das weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Da steht auch Baofeng drauf. Ja. So, und wenn ich das Kabel jetzt hier an den PC anschließe, ich mache das mal, dann hört man was. Na, komm. So war das bei mir auch, als ich das Ding gekauft hatte. Das heißt, da ist dann im Hintergrund bestenfalls Folgendes passiert. Dann hat sich das Kabel praktisch bei Windows 10 in diesem Fall, Windows 10 muss ich auch sagen, angemeldet und hat gesagt, so, da bin ich und entsprechend keine Treiber weitergeladen. Ich weiß, da war auch so eine kleine CD dabei, aber das habe ich gelassen. Also nicht machen. So, jetzt mache ich erstmal hier Pause und stöpsel alles an und zeige dann, wie es weitergeht und dann gehe ich auch auf den Bildschirm. Weiter geht's. Ich habe jetzt hier also dieses Baofeng Nummer 10. Das ist ein kleines bisschen größer. Das hat auch einen größeren Akku, aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Aber jetzt muss ich mir überlegen, ob ich das alles mit links mache. Also auf jeden Fall, wichtig ist, der Stecker, der muss richtig plan reingesteckt werden. Also der muss richtig super drin sitzen, sonst funktioniert alles nicht. Dann, das könnt ihr schon vorher machen, schaltet ihr das Ding an. Einfach voll an und volle Lautstärke aufdrehen. Und was jetzt passiert, jetzt gehe ich auf den Bildschirm, jetzt mache ich das alles dann weiter. Also es hat sich entsprechend gemeldet, auch bei mir habe ich schon Namen eingespeichert, aber ich zeige das dann jetzt alles gleich am Bildschirm. So. So, jetzt ist das Gerät angeschlossen, angemacht, volle Lautstärke gedreht und jetzt kann es losgehen. Das Programm Chirp kann man sich downloaden und dann kann es losgehen. Also im Dateimenü, wenn ich jetzt versuche, etwas zu importieren, obwohl ich die Datei schon downloadet habe, geht noch nichts. Also muss ich erst Folgendes machen. Und zwar, man geht auf Gerät, Download vom Gerät. Ich sage gleich nebenbei, warum. Jetzt haben wir nämlich Zeit. Man muss hier ein kleines bisschen warten. Das Programm hat extra solche Wartezonen eingerichtet, weil nicht alle Funkgeräte gleich schnell reagieren. Und jetzt nach dieser gewissen Wartezeit, jetzt kommt es drauf an. Jetzt muss man sich einen sogenannten Port aussuchen, auf dem das Funkgerät praktisch mit kommuniziert. Man schließt zwar irgendwo sein Kabel an, aber das sind ja meistens mehrere Buchsen an so einem Computer und jetzt muss man rausfinden, ich habe es erst auch tatsächlich über 3 und 5 und 6 und dann zum Schluss über 8 rausgefunden, dass das Funkgerät damit verbunden ist. Also nehme ich die 8 und dann einfach nehmen Baofeng. Könnte nehmen, weil es ist fast, naja, in den China-Billern ist überall das gleiche drin. Alinco und oder Kenwood oder die großen Dinger, also die großen berühmten Firmen, die arbeiten ein bisschen anders, aber dafür funktioniert Chirp auch. Ich weiß nicht, ob man da dann diese Frequenztabellen importieren lassen kann. Das geht nicht. So, also wie auch immer, Baofeng lassen und dann ruhig innerhalb der Baofeng-Gruppe gibt es verschiedene wieder. Einfach das UV5R nehmen. Es ist, ich übertreibe mal, fast überall dasselbe drin. Und es sieht bloß ein bisschen anders aus. Selbst wenn ich jetzt hier ein 10er-Gerät habe, funktionierte das. Ich habe das auch mit anderen probiert. Mit dieser Datei 5R, also mit dem Zugang 5R am, ja, auf jeden Fall mit den Frequenzen. So, wenn ich das habe, sage ich, okay, ich importiere jetzt praktisch die Daten. Jetzt muss ich wieder ein bisschen warten. Ich importiere jetzt die Daten. Dann kommt jetzt so ein, ja, nochmal Hinweisfenster, dass man auch das Radio, also sprich das Funkgerät angemacht haben soll und auf 100% Lautstärke gedreht haben soll. Und dann importiere ich deswegen die Daten, damit Chirp und das Gerät sich kennen. So könnte man es mal ganz grob und lässig sagen. Nebenbei sieht man dann hier so eine kleine rote LED flackern und wenn die dann ein paar Sekunden lange grün geleuchtet hat, dann ist die Funktion. Also dann ist die Verbindung hergestellt, dann geht auch diese LED wieder aus und es meldet sich das Funkgerät ganz normal mit dem Erkennungsbildschirm sozusagen und leuchtet kurz im Display auf. So, jetzt habe ich hier schon mal entsprechende Frequenzen drin und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt gehe ich auf, und jetzt kann man importieren, gehe ich auf Importieren und die Frequenzen Mafio habe ich sie genannt. Wenn der Dateiname zu lang ist, dann geht es nicht. Und jetzt siehe da, jetzt hat er vom Computer diese Frequenzen hochgeholt und jetzt brauche ich bloß noch eins zu machen, importieren drücken und dann habe ich sie alle drin. Ich möchte jetzt aber meine nicht überschreiben, aber das war der ganze Trick. Mehr ist nicht.
Wenn das bei jemandem vorher nicht funktioniert hat, dann lag es an dem zu langen Dateinamen. Das war meine Schuld. Ich bitte um Verzeihung. Also, wenn ich jetzt OK drücke, dann holt er, doch, ich kann es ja machen. Jetzt habe ich das gemacht und kann jetzt sagen, und jetzt, stimmt, jetzt Upload zum Gerät. Dann wieder ein bisschen Nerven behalten, aber jetzt mache ich natürlich nicht gleich weiter, damit ich mir das nicht alles überschreibe. Hier sieht man auch die Notfrequenzen, ne? Manchmal musste ich die ein bisschen abändern. So, und jetzt kann ich mit OK das Ganze wieder hochladen und dann ist gut. Aber das mache ich jetzt nicht und sage deswegen, Leute, macht gut, macht was, aber macht gut, ne? Nehmt diese Funkgeräte nur im Notfall. Ich habe gehustet, ihr wisst, was ich damit meine. Also, alles Gute. Bis denn. Tschüss.